Hallo, guten Tag, keinen guten Abend. Wir sind am guten Tag, Donnerstag, 21. Oktober, 14:33 Uhr. Und wir sind in dem Thema Insekten. Eigentlich muss ich sagen, ich habe schon gesagt, dass zum gut Vorbereiten sich zu diesem Thema sollte ich einen guten Monat trennen, mich zum äußerlichen Welt und nur sitzen und die Bücher lesen, weil es gibt so viel Material, es ist einfach unglaublich. Einfach unglaublich. Muss man verstehen, dass dieses Thema steht im Shulchan Aruch und alle viele jüdische Bücher. Und noch zum komplizierenden Dingen, die viele rabbinische halachische Autoritäten verschieden diese Themen und Begriffe anderes. Was erlaubt man, was darf man nicht, ja? Und wie gesagt, dass dieses Thema ist es ganz gleich, aber 100% gleich zwischen Juden und Menoch. Nicht wie im Schabbat, Kashrut und andere Dinge, wo die Menoch haben Verleistungen und Angebote sozusagen. Und die Juden müssen das strenger erhalten. Ich habe geredet über die Finanzen. Dort ist umgekehrt. Die Juden haben angeboten und Verleistungen und die Benoach bekommen Anstrengungen. Aber diese Thema Insekten, das ist komplett gleich. Juden sind verboten, nur die Quelle ist unterschiedlich. Die Juden sind verboten über die ganze Thema und die Benoach, das ist natürlich das Verbot rauskommt von die sechste Verbot, ja, die lebendige Organ essen, muss man nicht sagen, dass die ganze lebendige Essen ist natürlich noch schlimmer. Und wir reden uns darüber, dass diese Insekten, sie sind klein. Also isst man kein Organ, sondern die ganzen. Noch besser. Zynisch, ja, zu sagen, ja. Ironisch, ja. Noch schlimmer natürlich. Okay. Jetzt, wegen die Begriffe. Beim Hebräisch ist dieses Thema heißt Zolaim, Würmer. Auf Deutsch habe ich gelesen, das heißt Insekten. Verstehen Sie den Unterschied, die Konsequenz? Sind beide lebendig? Die Würmer sind kleinere. Insekten, biologisch, relativ größere. Aber der hebräische Begriff schickt uns auch über die noch kleinere Organismen und sogar Eier, kleine Eier. Ja? Denken Sie, und wir reden darüber, über die Würmereier. Ganz klein. Also das ist die ganze Thema. Also in diesem Thema, wir reden nicht einen Unterricht, sogar mehr. Und es wird viele Namen und verschiedene biologisch und zoologische Begriffe. Ja, das muss man ein bisschen erinnern, was haben wir uns in Schule und der Uni gelernt. Also ich meine, dass wir reden über die Heuschrecke, Insekten, Fliegen, Würmer, Würmereier, Milben und so weiter. Ja, die ganze. Okay, gut. Wissen uns, dass wir haben die zwei große Stellen in der Tora, wo es geredet über die Kaschut. Erinnern Sie sich welche? Die eine im dritten Buch Mose Vayikra, ja, in der Mitte, und die zweite im die fünfte Buch Mose, also ich sage euch die Zitaten. Also im Vayikra, die dritte Buch Mose, es ist das 11. Kapitel. Und die fünfte Buch Mose. Das Danke, die es war ist. ihm. Warum ist es 14? Moment. Ich schaue mal. Einen Moment. Ja, ich habe recht, 14. Also Vayikra 11 und Dvarim 14. Das ist die zwei Kapitel, die reden über die Kaschrut.
Und wieder dieses Thema ist gleich, 100% für Bnei Israel und Bnei Noach. Kein Unterschied. Wir reden jetzt nicht über die anderen Gründe, die reden, du sollst heilig sein. Ja? Und vermeiden sich von alles unrein. Solche Stellen und Sätze gibt es viel relativ in Torah. Und sie, das muss man nachforschen. Manche betroffen die Juden, Bnei Israel. Ja? Aber gibt es einige auch, die betroffen auch Bnei Noach. Wir werden jetzt nur rein über diese zwei Quellen, Vaikra 11 und Dvarim 14. Gut? Also, was befinden wir dort wegen die unsere liebliche Insekten? Okay, Vaikra 11. Vaikra 11. Es geht das Verbot über die Scherz, über die Wurm oder Insekt, der geht auf dem Erde. Das heißt Wespe nicht. Wespe fliegt. Ja? Das heißt Milbe zum Beispiel. Ja? Mhm. Die fliegt nicht. Sie bewegt sich auf der Erde. Also von dem die erste Stufe sozusagen vom Verbot im Torah. Talmud natürlich erwartet diese Verbot. Das ist über die Insekten und Würmer, die fliegen sich nicht. Ja? Mhm. Die bewegen sich auf der Erde. Jetzt eine ganz interessante, lustige oder akute Thema, der heißt Heuschrecke. Kennen Sie Heuschrecke? Ja. Theoretisch. Mhm. Sie überleben nicht im kalten Klima. In Europa, in Deutschland, auf keinen Fall. Doch, 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 wir haben schon Heuschrecken hier. Wann? Habe ich heuer schon gesehen. Das sind so groß. Grün. Es gibt verschiedene Sorten. Die größten werden durchaus so groß wie ein Finger. Genau. Und die kleineren, also, würde ich sagen, 2-3 Zentimeter. Genau. Also normalerweise, wir mögen keine Heuschrecken. Mhm. Es ist kein sympathisches Tier wie Katze oder Hund. Noch zum Verschrecken der Heuschrecken. Es ist eine Katastrophe. Ja? Sie machen alles kaputt. Sie essen alles. Nicht umsonst in 10 Plagen in Ägypten, die eine Plage ist Heuschrecken. Heuschrecken. Ja. Wieso? Sie essen alles. Sie essen Stahl. Sie essen Holz. Sie können essen Glas. Und sie fliegen nicht einzelne, kein Individualismus. Das sind große Kollektive, wie Chinesen, Millionen. Die große Wolke von Heuschrecken, ja. Also, und dann ist es wirklich eine Naturkatastrophe. Und muss man nicht sagen, dass sie essen Weizen und die ganze Essen, das wir uns konsumieren. Also, in alten Zeiten, auch in neuen Zeiten, die Heuschreckenwelle, es ist eine Naturkatastrophe. Erinnern Sie vielleicht am Ende der 80er die Hunger in Äthiopien? Das war Heuschrecken. Das war Heuschrecken. Dieses Jahr war irgendwo in Nordafrika, glaube ich, auch eine riesige Heuschreckenplage. Ich weiß aber nicht mehr, wo genau. Da sind riesige Schwärme auch durchgezogen und haben wirklich alles, was essbar ist, vernichtet. Genau. Auch was essbar nicht. Sie finden das auch noch schlimmer. Also, und
wieder für uns heute die Zivilisation, die Leute von westlicher Zivilisation, es ist etwa eine Schrecke vom Brüder Grimm-Märchen, aber es ist doch existiert, ja, diese Dinge. Und Sie haben recht, Frau Wagner, das gibt es verschiedene Arten. Und zum Komplizieren des Dinge gibt es sieben Arten nach dem Talmud von Heuschrecke. Die sechs Arten sind verboten und eine ist erlaubt. Eine Art ist erlaubt. Okay. Ich kann beruhigen euch, die Talmud verbietet auch die siebte Art. Sehr Sehr gut. gut. Aber wir befinden, dass in alten Zeiten die Leute haben sie gegessen. Sie hatten gar nichts anderes gegessen. Also, noch mehr, wie die Konserven, ja, macht man, ich weiß nicht, Gurken, ja, oder Tomaten, ja, in Glas. Im Sowjetunion, das war ganz weit bekannt, weil die Leute hatten fast kaum Essen am Winter. Ja? Du solltest vorbereiten am Sommer und Winter. Ja? Also die Leute ko konservieren verschiedene Dinge wie Gemüse. Und wir wissen von Midrash und verschiedenen jüdischen Quellen, dass die alten Ägyptener, sie wurden die Heuschrecken konservieren mit Salz. Um zu essen. Um zu essen. Ich weiß nicht, welche Art von diesen sieben ist, für uns ist egal. Aber nur das Denken darüber macht mich verrückt. Ja. Also heute gibt es die auch wieder zu kaufen, sogar bei uns im Supermarkt getrocknet. Ja. Aber nein, Ja. danke. Genau. Mein Vater hatte mal welche mitgebracht, als ich ein Kind war, und ich habe die nicht angerührt. Ich habe dann gesagt, ich bin satt. Wir sagen auf Hebräisch Stahl, nein. Stahl, nein. Eisern, Okay. nein. Ja. Also ja, Das. Stahl, nein. Ach ja. Genau, das ist die Nein. Ja. Also, und nur zum Lachen, dass die jemenitische Juden bis 20. Jahrhundert, sogar in die Mitte 20. Jahrhundert, haben diese siebte Art Heuschrecken gegessen. Sie konnten erstens, sie konnten unterscheiden über die sechs verbotene Arten und die siebte erlaubte. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, dieses Verbot hat sie nicht oder nicht erreicht und es haben nicht verhalten. Die jemenitischen Juden haben seine eigene Bräuche sozusagen. Sie vertrauen viel, viel auf Maimonides und nicht immer auf genau Schulchan Aruch. Die bekannteste Thema, das haben wir kurz geredet, die zweite Frau. Ja, Dieses genau, ich erinnere Verbot mich. hat dort auch nicht erreicht. Ja, und auch dieses Verbot über die komplett auch die siebte Art Heuschrecken irgendwie sie hatten nicht akzeptiert. Okay, und nur als diese Diaspora wurde beendet, sie haben fast alle nach Israel zurückgekehrt, sich diese Dinge konsumieren und essen, die Heuschrecken auch zwischen Juden. Gibt es dort noch kleinere Gruppe, die Juden, die verstecken sich noch im Jemen. Sie leben in einem Compound, eine große Bildungsgruppe, 300, 400 Juden. Das ist nicht mehr. Sie können nicht rausgehen. Es ist ganz, ganz gefährlich, auch auf die Straße gehen, weil du Jude bist. Und ich habe einen Freund, der ist der Schneider, Moel. Er hat mal dort geflogen und die Beschneidungen gemacht, dort im Jemen. Hat einen amerikanischen Pass. Das darf man mit Amerika, nicht im israelischen, amerikanischen Pass. Also, und dort, da und dort, einige Herren doch haben zweite Frau.
Ich habe gesagt euch, ja, es war ein telefonisches Interview mit New York Times, mit einer Journalistin. Ich habe verstanden, das Thema nicht. Sie befragt, gibt es einen Rabbiner im Mittelschule Jude aus New York? Ich habe dort zurückgegangen und sitze mit diesen 400 Leuten. Sie hat ihn gefragt, ob es ist echt, dass sie haben einen Mann, zwei Frauen, das Realität. Und sie beantwortet, ich habe eine Frau. Ja, aber Punkt. Aber er hat gesagt, ich habe eine Frau. Das war die echte Antwort. Ich habe das nicht verstanden. Das ist die Dinge von Konnotation. Was meint zwischen der Reihen? Er hat gemeint, doch, gibt es einige Leute, aber natürlich es klingt ganz, ganz problematisch. Deswegen, das heißt eine reine, saubere rabbinische Sprache, wie hat er geantwortet. Kann man so und so verstehen. Ganz umgekehrt. Ja? Also im Kurz, nur das wissen wir, das Heuschrecken theoretisch zu sagen, und gibt es viele Stellen, das verpasse ich, die erklären, welche siebte Art erlaubt ist. Glauben Sie mir, es ist unangenehm, diese Zoologie lernen. Gibt es klare Zeichen im Talmud, ja, im Talmud? Also, okay, zum Beschluss in diesem Thema. Komplett verboten. Für uns alle, sogar mündliche Juden. Das heißt, diese Bräuch ist nicht mehr in Gewähr. Trotzdem, da und dort befindet man im YouTube die Videoclips, wo 5 oder 7 Jahre vor auch war eine Welle von diesen Heuschrecken und dann steht eine Jude. Nach Akzent höre ich, dass er ein jemenitischer Jude und nimmt etwa, oh, der ist erlaubt. Das heißt, er noch hat an die Tradition unterschieden. Okay, nur zum Lachen oder Weinen, weiß ich nicht. Okay, aber wieder, dass diese Thema Heuschrecken, sagen wir so, Heuschrecken sind die größte Beispiel in diesem Bereich, physisch. Das haben Sie gesagt, 18 cm maximal. Die kleinste, es ist Würmeier, ja? Kleinste Würmeier. Also von dieser Skala reden wir. Von kleinen Eiern, nicht Fliegeneier. Würmeier bis Heuschrecken. Aber doch, die sind nicht so groß. Jetzt noch eine Regelung, die schon Talmud formuliert. Okay, vor dieser, also wir haben gesagt, nach dem Torah nur die Insekten und Würmer. Die sind auf Erde bewegen. Na, Talmud hat hinzufügt und sagt noch, auch die Wespe und auch die Fliegen, ja, Mücken, ja. Also, sie können bewegen sich auf der Erde und natürlich sie können fliegen, beides, ja. Ich habe einen Witz geschickt über Dinosaurier. Das war sein für Spaß ein Das Witz. war echt gut. Ja, ich habe Es viel wäre besser aber sein. ganz interessant, das mal durchzudiskutieren. Ja, und dann ist es die Frage, ob er es lebt auf der Erde oder fliegt. Weil Reptil, ja, ist es was, ja. Fliegt nicht, kann sein, ja, nein. Oder beides. Also, wir befinden einige Lebendige, die können auch schwimmen und auf der Erde leben. Ja, wie Tortille, ja. Verschiedene Arten. Und auch einige, die fliegen und auch auf Erde leben. Beide Arten. Und in diesem Sinn, das ist die Wespe, Fliegen, Mücken und so weiter. Wie ist es mit Käfern? Auch Also auch. in diesem Bereich natürlich. Okay, ich schreibe mich.
Okay. Moment, ich schreibe mich auch nicht, um nicht vergessen. Ja, Sie haben völlig recht. Also, ja, genau. Also, alles, was habe ich vergessen, ernennen, 100% ist da. Rein so logisch, biologisch. Also von dieser Skala. Ja, von Heuschrecken und Gehirn, sind alles ist da. Wie ist es dann mit Spinnen? Weil Spinnen sind ja eigentlich keine Insekten, sondern Gliedertiere. Aber die ist ähnlich wahrscheinlich. Die Würmer sind ja auch Gliedertiere, glaube ich. Moment. Also jetzt rein. Spinnen sind eine eigene Klasse. Das sind ja Spinnentiere. Ja, genau. Da gehören ja auch die Milben dazu. Genau. Spinnen, ich will nur die hebräische Gebrüche finden. Spinnen laufen, ja. Spinnen. Moment. Ja, natürlich, ja. Natürlich, ja. Keine Frage. Ja, okay. Na, weil Insekten, also das ist ja so ein biologischer Begriff, Insekten, das ist ja eine ganz bestimmte, sind ja alle, die haben ja sechs Beine, Spinnen haben acht Beine. Und egal, um wie das viele geht es Beine. Nicht, egal wie viele Beine. Okay. Spinnen auch sind da. Wie gesagt, dieses Thema ist ganz groß. Okay. Und alle Begriffe, Zoologie, Biologie, was habe ich vergessen? Keine Zweifel, sie sind da, sie sind drin. Okay, gut. Das heißt, einfach nur, ich habe vergessen, ernennen, in den Namen. Verzeihung. Sie sind alle da. Alle sind verboten. Das ist die Meinung. Ja? Also, wie gesagt, alle diese Gruppen, gute Insekten, böse Insekten, egal wer, sie sind verboten. Und das gilt wahrscheinlich ja auch für alle Entwicklungsstadien. Also was ja heute modern ist, dass man also die Larven isst, zum Beispiel vom Mehlwurm oder Larven von der Soldatenfliege, die werden dann getrocknet, frittiert und was weiß ich nicht alles für furchtbare Dinge. Genau. Und die auch in den Läden zu kaufen und die werden ja auch angepriesen zur Deckung vom Eiweißbedarf jetzt für... gegen den Hunger in der Welt, die hat ja im Moment, es ist sehr modern, diese Dinge zu züchten und für den Verzehr vorzubereiten. Ja, einen Moment, Sie haben völlig recht, ich akzeptiere das voll, einen Moment noch, das habe ich vergessen. Schmetterlinge, ja? Das heißt auch kleine Schmetterlinge, ja, die Eier. Ja? Und alle diese Gruppe auf Erde bewegen sich, fliegende, in jeder Entwicklungsstadium, genau wie ich habe Frau Wagner gesagt, es gilt, es ist verboten. Ja? Im Kokon, im Eier, egal. Ja? Weil die Schmetterling am Anfang erst ein Eier und dann ein Wurm und dann ein Schmetterling. Genau. Also drei. Egal, alle drei sind verboten. Also jetzt schon verstehen wir uns und können nachvollziehen, wieso dieses Thema ist so groß. Weil es geht um die viele verschiedene Lebendige. Ja? Viele, wir haben schon gesagt. Ja? Auch qualitativ, auch mit Kapazitäten. Ja? Jetzt, die Frage ist, wo ist die Grenze? Und Talmud stellt eine niedrige Grenze sozusagen und sagt eine interessante Idee, die halachisch ist, eine Einführung. Alles, was sieht man mit dem Auge, gilt als Verbot. Alles, was sieht man nicht, kann man nicht verboten. Das heißt, verstehen Sie diese niedrige Grenze? Ja. Wir annullieren die ganz kleinen Dinge, wann
weil wir können nicht mit Mikroskop, ja. Ja. Wenn wir gehen mit Mikroskop, das ist ohne Ende. Das können wir fast gar nichts essen und existieren. Ja? Mhm. Es ist nicht wie zum Beispiel jetzt ist Sukkot, die Troga, diese eine von vier Arten. Mhm. Es gibt viele Leute, die bringen eine Lupe und schauen, okay, die teuerste Exemplare, ja. Ja, das bringt man die Lupe, nachforscht eine Stunde. Ja, also muss man zu Hause bei ihm, muss man nicht mit dem Mikroskop oder der Lupe jede Dinge überprüfen, wieder und wieder. Aber das ist die Regel Nummer 3, sozusagen. Also ich habe gesagt, die Regel Nummer 1 nach dem Torah, ja, das ist alles, was bewegt sich auf der Erde, verboten ist. Regel Nummer 2, auch was fliegt, ja, bis Heuschrecke, von Eier bis Heuschrecke, Wurmeier. Und die Regel Nummer 3, das ist niedrige Grenze, alles, was die Auge, menschliche Auge begrifft ist, gilt als Verbot. Jetzt Regel Nummer 4. Das heißt Chazakot, Wahrscheinlichkeiten. Chazaka auf Hebräisch ist ein wichtiges Gesetz im fast ganzes Leben. Das heißt etwa, das wiederholt sich dreimal. Das etwa permanent, sozusagen. Zum Beispiel, wer drei Frühlings das Erde bearbeitet, ist ein Zeichen, dass es seine Erde. Erdestück. So ist nach Talmud. Interessante Dinge, dieses Gesetz hat aus Talmud nach Islam gekommen. Islam gibt es etwa gleich. Ja, klare Spur von Talmud, talmudische Gesetz. Ja? Jeder, der, ich weiß nicht was, hat 20 Autoparken-Strafzetteln, verstehen, das kommt auf 21. und 22. und noch weiter. Mhm. Verstehen Sie die Idee? Mhm. Also das ist Wahrscheinlichkeit, permanente Wahrscheinlichkeit sozusagen. Ne? Mhm. Ja, also wir können das beschlossen, das ist nicht zufällig, sozusagen. Mhm. Es ist quasi Zufälligkeit-Annullierung. Ja? Es ist gewisse Gesetzlichkeit. Mhm. Gewisse Wiederholung. Okay? Mhm. Und jetzt, dass diese gewisse Wiederholung zum unserem Thema Würmer und Insekten. Regel Nummer 4 oder 5? Welche? Welche? Ja. Der sagt Folgendes. Alles, was ist mit Wahrscheinlichkeit, enthielt keine Würmer und Insekten, im Regel muss man prüfen nicht. Alles, was im Regel mit Chazaka, in Wahrscheinlichkeit, in gewisser Wiederholung erhielt die Insektenwürmer, muss man prüfen. Ja? Deswegen gibt es die drei Gruppen von Essen mit verschiedenen prozentuelle Wahrscheinlichkeit. Ja? Mhm. Erste, dass die Wahrscheinlichkeit ist null, muss man prüfen nicht. Zum Beispiel was? Wasser, Milch. Wenn gibt es etwas, du siehst, keine Frage. Ja? Es ist, es, natürlich ist es zufällig. Ja? Mhm. Zum unseren Dingen, Gemüse und Früchte, Melone, Wassermelone.
Null. Wieso? Weil gibt es die äußerliche Klippa, diese Schütze, wie sagt die man? Hülle. Ja, also und sogar ganz stark im Wassermelone. Ja? Melone ist es vielleicht nicht so hart, aber im Wassermelone, also kein Chance. Ja? Also das Wahrscheinlichkeit null, muss man prüfen nicht. Die mittlerweile Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, Apfel. Im normalen, im Regel, treffen wir nichts, keine Würmer. Ja? Natürlich keine Schmetterlinge, aber da und dort ein bisschen Würmer. Richtig? Ja. Das heißt, wenn wir kaufen ein Kilo Apfel, egal welche Sorte, und essen wir einen Apfel und gar nichts passiert, noch besser, das ist keine Sorge. Essen wir zweite Apfel und es ist ein Wurm. Klein. Oder Spuren von Wurm. Egal welche Farbe. Die Wurm ist lebendig, tot, egal. Ja. Was ist das Gesetz? Was denken Sie? Also ich kann nur sagen, was ich mache. Ich schneide den Wurm raus und esse den Apfel. Okay, das ist genau wie im Witz. Ja. Das Anekdote, der Witz sagt folgendes. Die Fliege fällt ihm die Weinglas, ja, was die verschiedenen Leute machen, ja, die Jude, okay, Jude ist am Ende, ja, die Franzose rausnimmt die Fliege und trinkt das Wein, ja, die Chinese rausschmiss das Wein und ist das Fliege, ja, die Jude rausnimmt die Fliege, trinkt das Wein und die Fliege verkauft zum Araber, ja. Solche. Also gibt es viele, viele solche Witze, ja. Aber echt zum Gesetz, zum Halacha, Frau Engel, sie machen genau, was Halacha entspricht, ja. Das heißt, wenn wir trinken Wein oder egal was, ja, und essen Apfel und treffen lebendig und tot, egal was, ja, Wurme, Insekt, das rausnimmt ihn und darf weiter essen. Okay, jetzt komplizieren wir unser Beispiel. Essen wir, wir haben die Wurm rausgeschmissen, essen unsere Äpfel weiter. Wie dann treffen die zweite Wurm? Was machen wir dann? Im gleichen Apfel? Ja. Dann eine große Apfel. Eine goldene Apfel. Kennen Sie diese Art goldene Apfel? Die große? Ja. Also zweite. Okay, wenn es zweites schon wiederholt sich, aber nicht dreimal, zwei. Wir haben gesagt, zum Malacha, Chazaka, die Wiederholung ist es drei. Ja. Dann ist es Gesetz. Aha. Jetzt ist es etwa verdächtig. Nicht eins, nicht drei. Dann wieder darf man zweimal rausschmissen die Würmer und weiter essen. Jetzt komplizieren wir treffen die dritte Wurm, die gleiche Apfel. Dann ist schon Chazaka, Wahrscheinlichkeit. Diese Apfel ist problematisch. Schluss, wir essen nicht mehr. Okay. Eigentlich die Leute, die betroffen schon zweite Wurm, teilen das Apfel und probieren, schauen ein bisschen, was ist passiert. Ja? Jetzt verstehen Sie, dass wenn wir essen von unseren Kilo Apfeln drei Apfel und im drei haben wir gefunden sogar ein Wurm im Erde, die ganze Kilo Apfel gilt als verboten. Ups, ja. Wie ist es? Dann habe ich jetzt ein echtes Problem, weil ich habe einen Apfelbaum
Und das sind natürlich mehr wie drei Würmer drin. Okay, wieder. Wenn Sie das geben, diese Chazaka, diese Gesetzlichkeit, Wiederholung und Wahrscheinlichkeit nach unserer Realität, was befinden wir? Wenn wissen Sie, das gibt es so Wahrscheinlichkeit, Sie können vorbereiten, ja? Also zum Beispiel schneiden alles, ja? Zum Beispiel, was machen wir in dieser Frage? Wir beschneiden alles. Also die ganze Hülle, die ganze innere Kerne und relativ zum großen oder kleinen Stückchen. Und dann ist es so vereinfacht, ja? Zum Beispiel, das Okay. ist eine Idee. Wie Ja. herausfordert man diese Probleme? Also, oder natürlich die chemische Bearbeitung, was viele machen. Okay, ich weiß nicht, gilt jetzt als Bio oder nicht? Ja, okay, also haben Sie verstanden, dass diese Chazaka, die gesetzliche Wiederholung, das ist ein wichtiges Gesetz. Ein wichtiges Gesetz. Ja, okay. Also, das ist über die Apfel und Würmer. Ja, also, wir haben gesagt, dass die Apfel, es ist mittlere Wahrscheinlichkeit. Oder ja oder nein. Vielleicht. Und die dritte Gruppe von das Essen, das wissen wir 100% oder fast 100%, über 70, 80%, also zwei Drittel, mehr von 60%, dass wir finden etwa, wir sollen befinden etwa. Etwa lebendig. Und klassisches Beispiel, das ich habe schon letzten Unterricht habe erwähnt, die Keule. Die Keule. Ja. Also das heißt, die Keule ist direkter Verdacht. Das Gesetz, du gehst nicht zum dritten Blatt. Wie wahrnehmen die Keule als Nagua, betroffene Artessen, Artgenosse. Ja? Also, und diese Gesetze sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, er befreit uns von vielen Essenarten. Er sagt uns, was machen wir zum Beispiel im mittlerweile Fälle wie Apfel und 1, 2, 3 Würmer. Und er vorwarnt uns und vorschrift uns direkt herausfordern mit Datteln, Feigen, ja. Noch mehr getrockene, ja. Getrockene Feigen, getrockene Datteln. Das sind viele Würmer drin. Oh. Würmer, Eier, alles, was Sie wollen. Okay, natürlich nicht große, nicht Heuschrecken, nicht Schmetterlinge, aber doch, weil, wieso? Weil es ist getrocknet, es gelagert einem Jahr, 2 Jahre. Und jetzt eine wichtige noch Gesetz, Gesetz Nummer 5, 6, welche Nummer? Müsste Folgen jetzt Sie mir. ja Also Nummer 5, ich denke. fünf, ne? Alles, was wurde über einem Jahr gelagert, soll überprüft werden. Wir reden über das Essen, ja. Nicht über einen Kinderwagen, der steht im Keller. Ja, Ja. klar. Also, das ist die klassische Dinge Mehl. Nehmen Sie 1 Kilo Mehl, lagern Sie ihn bei euch in der Küche, nicht im Keller sogar. Und warten Sie 1 Jahr. Und dann öffnen Sie diese Kilo Mehl und schauen, was ist passiert. Es läuft von Ja. alleine. Verstehen Sie die Idee? Das heißt, auch diese Kilo bei uns heute ist es beschlossen. Mit Plastik, mit Papier, es ist egal. Es Trotzdem, ist die egal. kommen da rein, ja. Irgendwie
Die kleinen Eierchen befinden das Werk drin und dann pro wo. Sie verfachen sich. Ja. Also, und das ist die Gründe für das Gesetz, dass vor Pessach wir rausschmeißen müssen, rausschmeißen, diese solche Mehl, die hat von letzter Pessach bei uns gestanden. Es ist sogar gar nichts zu prüfen. Es ist 100% wert etwa. Muss man nicht sagen, die Wärmeländer, der Israelstaat, auch in Deutschland, es wird. Und das muss man dann wegschmeißen. Ja, einfach weg, gar nichts zu tun. Wieder, gibt es den Unterschied zwischen Mehl und Reis? Reis gilt als wenige Betroffene. Ja, Reis kann man auch überprüfen mit Wasser. Wenn du machst Mehl mit Wasser, was schon, das Mehl ist kaputt. Nicht mehr. Also, Mehl ist es bekannt, dass die dritte Gruppe, nicht fast 100% nach einem Jahr, das wird verboten. Ja? Das Reis, ein Kilo Reis, mittlere Gruppe, die Nummer zwei. Ja? Sagen wir eine Konserve, ich weiß nicht was, Hering, Sprotte, nach einem Jahr gar nichts passiert. Die Gruppe Nummer eins, ja? Also die Wahrscheinlichkeit, weil es ist komplett mit Stahl beschlossen. Ja, also null. Also deswegen muss man nicht rausschmeißen die Fischkonserven nach einem Jahr. Ja? Also jetzt verstehen Sie die graduell, ja, die Logik, das Logik von diesen Systemen, ja, das ist alles ist abhängig von welcher Art Essen reden wir darüber. Ja. Ob es ist gut beschlossen wie eine Konserve, ob es ist beschlossen mittlerweile, ob es ist beschützt nicht wie eine Kilomel. Ja. Wieder. Es ist ein Beispiel über einem Jahr, ja, aber es illustriert ganz gut, dass diese zwei Gruppen, wo muss man, verpflichtet man überprüfen und wo nicht. Ja? Ich habe jetzt Ja. trotzdem noch eine Frage zum Salat. Also wenn ich jetzt Salat habe, da sind hundertprozentig ist da was drin. Richtig. Die Salat, okay, am Ende, die nächste vermutlich Unterricht, wir einfach gehen Name nach Name. Keule, Salat, ja. Und Sie haben schon vorbefragt, Salat ist es 100%, genau wie Keule. 100% betroffene Art muss man kriegen gegen Kiefer. Muss man. Ja, auch mit Mehl. Steht neben Kosemet auf Hebräisch, die Kasche, Moment, 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 ich sage euch, es ist eine Art der interessanten Pessach. Zauberin. Kennen Sie? Wen? Kennen Sie? Nein. Ne? Okay, Moment, 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 Moment. Gibt es noch einen Namen? Noch einen Namen? Ah, richtig, Buchweizen. Ah, Das ja. Okay, ja. Buchweizen. Das Ja. Buchweizen auch ist ein problematisches Ding im Pessach, weil die Schrecken. Die Kiefer. Nach einem Jahr, ja, und ich habe gesagt, ich manchmal bedecke die Mehlfabriks vom koscheren Sicht, ja, also ich erstelle oder erstelle nicht die Koscher-Zertifikat und dort ist ganz ohne Judentum, ohne Bnei Noach, ohne Tora, gibt es ein Gesetz, wann kommt ein LKW mit einer
20, 40 Tonnen von Weizen und gibt's rund 5% Mücken, Würmer, ist nicht akzeptiert. Sie schicken das weg. Mhm. Ja, also ich habe mal das gesehen mit meinen Augen. Ja. Also es ist noch keine Mehl, ja, es ist nur natürliche Formen, ja, nur Korn und doch. Also es ist eine bekannte Realität, ja, das ist nicht nur halachisch, wie herausfordern diese Formen und Mücken. Okay. Also und muss man sagen, dass natürlich das Kälte hilft, ja, aber nicht komplett, nicht perfekt. Nicht perfekt. Also Luft und Kälte, naja, aber es ist nicht eine wunderbare Lösung zu diesen Dingen, weil sie verfachen und vermehren sich. Wie gesagt, ohne uns Frage. Unerlaubt. Ja. Das ist eine Natur von diesen Dingen. Also, das war das war es für uns heute. Wir weitergehen in das Thema. Es war nur Vorwort. Sie verstehen es, ja? Ja. Es ist keine praktische Anwendung, nur ein Bild, ein großes Bild. Ja, eine Collage, das von kleinen Würmereier bis Heuschrecken. Ja, und es ist Nähe von uns und von unserem Kuchen, von unserem Konsum, wenn wir lernen. Ja, es ist ganz nah von uns ein. Wir müssen auch was kaufen wie im Supermarkt prüfen. Es ist viel, viel mal passiert, dass wir mitbringen diese Dinge. Ja. Die großen Produkte, die Autos, ja, die Autohersteller, manchmal ruft zurück. Gibt es dieses oder andere Problem? Die Lebensmittelkette, sie rufen nicht, nehmen sie nichts, unsere Mehl oder die Buchweizen. Das ist nie passiert. Ja, sie irgendwie runden die Probleme und das ist bekannt. Sie wissen, dass diese und andere Produktion Lebensmittel ist betroffen von Würmern oder Mücken oder Eiern. Sie räumen nicht mehr verkaufen, aber wer hat schon gekauft, ist auf ihm. Ja, also muss man aufpassen, Gemüse, Früchte, Mehl, Buchweizen und auch Fische und Fleisch. Und das ist unser nächster Unterricht. Was passiert mit Fleisch und Fisch? Und dort, dass die Milben und solche, die sind sehr, sehr gewöhnlich. Und Eier und so weiter. Ja? Was machen wir damit? Gut, die Fragen für Unterricht Nummer 1. Also, ja, meine Frage, was mache ich, wenn im Salat Fliegen sind? Mit oder Salat. So? Also, genau, aber das kommt dann nächstes Mal, oder? Oder kommt nächstes Mal nur ich Fleisch? Ich wiederhole das, Chazaka. Ja. Ich wiederhole so. Ja. Nee. Desto besser. Also ja. Mit Salat, genau wie die Kohle, muss man in Flüssigkeit lassen. Jede Blatt getrenntlich von anderen. Die Empfehlung, nicht Wasser, sondern ein Essig. 3%. Nehmen Sie Apfelessig. Ja. Apfelessig. In Israel gibt es noch bessere Dinge, 5-7% und auch ganz einfach. Aber nicht vergessen, danach mit Wasser reinigen. Ach, genau. Ach genau, das hatten Sie das letzte Mal gesagt, da habe ich ja nur den Ding. Gibt's, schauen Sie, ich hab gesehen, auch in Deutschland gibt es schon solche Mittel. Suchen Sie, ja, die, es ist rund 3-5-7% Flüssigkeit, die suchen nach die solche Insekten. Aber prinzipiell, Kohle und Salat, muss man gewisse Zeit, werden darüber wie viel, in Flüssigkeit, mindestens Wasser, besser eine Essig lassen. Das ist okay.
Und dann sie schauen an ein überraschendes Bild. Oh ja. Okay. Ich kenne das von früher. Also meine Mutter hatte mir beigebracht, zum Beispiel gerade Blumenkohl oder sowas, eine halbe Stunde in Salzwasser einzulegen. Und dann sind tatsächlich die Insekten aufgeschwommen in der Schüssel. Genau, das Salzwasser ist eine alte und klassische ja. Ersatz. Heute haben wir Essig und noch Chemie. Aber wirklich, die Juden hatten Salzwasser gemacht. Ja. Das ist klassisch. Gibt es viele Leute, mehr Scharim, orthodox will bis heute, machen wie Oma mit Salzwasser. Genau. Ja. Klassisch, ganz klassisch und ganz. Das funktioniert, korrekt. Ja. Genauso, das funktioniert und das zeugt uns, unsere Welt ist voll, nicht nur bei Menschen, gibt es auch viele andere Lebendige in dieser Welt. Muss man das wissen. Oh ja. So ist. Okay, gut. Dann bis nächstes Mal. Nächstes Mal, wie habe ich gesagt, nächsten Dienstag bin ich beim Hochzeit, also ja. Über eine Woche. Über nächste Woche. Ja. Ja, das heißt, heute bei uns ist es 21. Ah, okay, es ist Donnerstag. Okay, das Hochzeit, ja, also 2. November. 2. November, ja. 2. November, ja. Also das ist ja. Unser nächster Termin. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, ja, mit ja. Danke schön. Große Kapazitäten und Qualitäten. Ja, gibt es diese Aufzeichnung, die alle schauen und dann gehen wir weiter. Das ist ein interessantes Thema. Es ist gut für Gesund, muss man auch sagen. Es ist gut für Gesund. Wirklich gut für Gesund. Ja. Ja. So ist okay. Ja. Und wieder danke für die Spenden. Alles Gute. Seien Sie gesund und bis zweiten Mal, bis nächstes Mal. Ja. Ciao. Ciao.